Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch mein Bänderriss wird mich jetzt nicht davon abhalten, heute hier im Plenum zu Ihnen zu sprechen. Herr Laschet, der letzte Teil Ihrer Rede, der war gut. Da haben wir auch applaudiert. Da sind wir bei Ihnen. Das war ja letztlich, ich rede vom letzten Teil, wo Sie ein proeuropäisches Bekenntnis abgegeben haben. Der erste Teil zu Kretschmann ging so. Wissen Sie warum? Sie fordern ja unbedingt eine Regierungserklärung. Ich meine, Kretschmann hat eine Regierungserklärung gemacht, weil das baden-württembergische Parlament Plenarwoche hatte. Da bot sich das an. Fertig? Also wenn ich störe beim Reden, sagen Sie Bescheid. Die Ministerpräsidentin ist ziemlich schnell nach der Entscheidung rausgegangen, auch vor die Landespresse, und hat ihre Meinung kundgetan, auch schriftlich kundgetan. Und wir haben, und vielleicht ist Ihnen das entgangen, wir haben am Freitag, letzten Freitag, wo die erste Möglichkeit war, das im parlamentarischen Raum zu diskutieren, haben wir das im Europaausschuss fast 2 Stunden lang gemacht. Und da stand der Europaminister Lea Schmense zur Verfügung, hat fast eine halbe Stunde eine Einleitung gemacht und die Position und die Analyse der Landesregierung dargelegt. Und wir hatten eine gute Debatte alle miteinander. Und die nächste Möglichkeit, hier das in diesem Plenum aufzusetzen, haben wir genauso wie Sie, haben wir sofort gesagt, wir brauchen eine Aktuelle Stunde dazu. Wir würden gerne auch im Plenum darüber diskutieren. Alles das, was ging im parlamentarischen Raum, wo Debattenmöglichkeiten da waren, haben wir genutzt. Und man muss nicht eine Regierungserklärung haben, um über den Brexit hier zu diskutieren, sondern wir haben es im Europaausschuss gemacht, wir machen es jetzt im Plenum, und das ist doch völlig in Ordnung. Insofern bin ich da nicht ganz d'accord. Das Zweite. Kretschmann hat natürlich eine gute Rede gehalten. Wie sollte es auch anders sein? Auch ein klares Bekenntnis zu Europa. Ich würde gerne, also zweiter Teil Ihrer Rede, Herr Laschet, Sie haben gesagt, naja, was wird denn jetzt aus den ganzen Erasmus-Studenten, die Hochschulen, die Professoren sind zu Ihnen gekommen, und da müsste die Landesregierung doch mal sagen, was da ist. Ich glaube, und das wüssten Sie, also ich meine, Sie haben auch nicht gesagt, was das heißt, aber ich glaube, niemand, absolut niemand kann Ihnen heute sagen, was das für die Erasmus-Studentinnen und Studenten heißt. Niemand, das kann Ihnen die Europäische Kommission nicht sagen, das können Ihnen die Programmverantwortlichen nicht sagen, das kann Ihnen keine Bundesregierung sagen, das kann Ihnen keine Landesregierung sagen. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, weil wir alle noch nicht wissen, was das denn am Ende heißt. Wir wissen alle nicht, in welchem Verhältnis steht denn irgendwann mal Großbritannien zu den anderen 27 EU-Mitgliedstaaten dann. Das wissen wir derzeit nicht. Das werden wir jetzt klären müssen in dem Prozess in den nächsten 2 Jahren. Insofern finde ich das müßig, sowas hier aufzutun und zu fragen, ja, was passiert denn damit? Für uns ist doch alle in diesem Plenum klar, dass wir alles tun werden, damit halt die keinen Schaden nehmen. Dass wir darauf achten, dass die Schulpartnerschaften und die Städtepartnerschaften in Nordrhein-Westfalen weiter blühen mit Großbritannien. Da werden wir alle für arbeiten. Aber diese Frage, die Sie gestellt haben, die kann Ihnen heute niemand beantworten. Insofern war ich damit auch nicht so ganz einverstanden an der Stelle. Was ziehen wir denn für Rückschlüsse jetzt für Nordrhein-Westfalen aus diesem Ergebnis, was wir ja leider alle akzeptieren müssen? Wir haben ja vor der Entscheidung in Großbritannien hier eine Debatte auch im Landtag dazu gehabt. Wir hatten alle eine andere Auffassung. Und natürlich ist das eine Zäsur in dem europäischen Einigungsprozess. Da sind wir uns alle einig. Ich würde gerne ein paar Schlüsse, die wir gezogen haben, Ihnen noch mal darstellen. Erstens, wer ist eigentlich hauptverantwortlich und warum? Hauptverantwortlich mit an dieser Entscheidung ist, und das haben Sie gar nicht erwähnt, nämlich die Tories und ganz in Person David Cameron. David Cameron hat ganz entscheidenden Anteil an dieser Situation. Er hat 3 grundsätzliche Sachen ganz falsch gemacht. Erstens, aus machtpolitischem Kalkül, aus innenpolitischem Geländegewinn, damals bei den Tories, hat er, damit er überhaupt Premierminister und Spitzenkandidat werden kann, hat er diese Zusage gemacht für dieses Referendum. Ist ja keine Volksinitiative von unten, sondern von oben gewesen in Großbritannien. So etwas darf man nie machen.
Man darf solche Staatsräson, nämlich die Zustimmung zur europäischen Einigung, niemals innerparteilichen Macht- und Grabenkämpfen opfern. Das ist eine Lehre. Zweite Lehre, was David Cameron falsch gemacht hat. Er hat von Montag bis Samstag immer auch gegen Brüssel gewettert. Und am Sonntag hat er sich hingestellt und hat gesagt, na ja, eigentlich ist das eine gute Sache, stimmt doch bitte dafür. Diese Nummer, Sündenbock Brüssel, wenn es schlecht läuft, ist es Brüssel. Und wenn es gut läuft, ist es David Cameron gewesen, die nationalen Regierungen sind wir das. Das muss aufhören. Das ist blöd, das muss aufhören. Man darf das nicht machen. Das ist die zweite große Lehre. Und das dritte war David Cameron. Er hat einfach schlecht regiert. Weil es ist nämlich fast immer so, das müssen wir ja mal nüchtern konstatieren, bei diesen Volksabstimmungen, nationalen Volksabstimmungen über europäische Fragen, ist es fast immer so, dass die nationalen Regierungen einen Denkzettel verpasst bekommen. Ich sage Ihnen Beispiele. Assoziierungsabkommen Niederlande-Ukraine, letztens abgelehnt von der niederländischen Bevölkerung. Ich behaupte, das hat doch niemand richtig als Wahlmotivation ernsthaft dieses Abkommen abgelehnt, sondern man hat der niederländischen Regierung einen Denkzettel verpasst. Das haben die Niederländer schon gemacht bei dem Verfassungsreferendum, das haben die Franzosen schon gemacht bei dem Verfassungsreferendum. Und er hat einfach schlecht regiert. Insofern ein Teil der Abstimmung war auch einfach ein Denkzettel für Cameron. So, Strich drunter. Zweiter Punkt, den ich noch gerne sagen würde in der Analyse. Wir dürfen nicht übersehen, dass viele Menschen, und ich habe viele Fernsehberichte dazu gesehen, fast alle gesagt haben, nein, wir haben gar keinen Einfluss mehr. Wir werden in Brüssel gar nicht gehört. 68% der Gesetzgebung in Großbritannien wird in Brüssel gemacht. Die differenzieren ja nicht, ob es Europäisches Parlament ist, Kommission oder die Staats- und Regierungschefs, der Rat, sondern kommt aus Brüssel. Und wir wollen ja wieder in einer Verklärung, ein Mythos des goldenen Nationalstaates, wir wollen ja wieder selbst bestimmen. Das ist echt gefährlich, weil das haben wir ganz, ganz oft, sehen wir das in anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, die Analyse, die wir machen müssen, und den Schritt ist jetzt noch mal rauszugehen, erstmal aufzustehen, da war ich ja bei Ihnen, da habe ich Herr Laschet Ihnen noch Beifall geklatscht, aufzustehen jetzt und führen wirklich den Leuten klarzumachen, was für Vorteile die Europäische Union und die europäische Einigung bringt. Aber wir müssen noch mal zuhören und wir müssen mit den Leuten diskutieren und ihnen deutlich machen, dass keine Entscheidungen aus Brüssel über ihre Köpfe hinweggemacht werden. Die Redezeit. Das ist, ja, ich komme zum Ende. Das ist zentral. Ich meine, wir machen das als Grüne Partei jetzt auch morgen. Wir gehen überall in 70 Städten wieder, auch in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf und so, auf die Straße und reden mit den Menschen. Aber das ist doch eine zentrale Botschaft, die wir jetzt setzen müssen. Zuhören und wirklich für die europäische Einigung noch mal eintreten. Die Zeit der schweigenden Mehrheit der proeuropäischen Menschen ist vorbei. Wir müssen den Demagogen auf der Straße entgegenhalten. Vielen Dank.